jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. RFH 2011. Musiker gaben alles, Besucher hielten sich zurück. RFH 2011. Boxkämpfe in der Sporthalle Hasselfelder Straße. RFH 2011. Baustellen und sensationelle Funde in Quedlinburg. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. RFH 2011. Musiker gaben alles, Besucher hielten sich zurück. Singen, tanzen und trommeln hieß es wieder bei der Fête de la Musique in Quedlinburg. Die Bühne im Wortgarten gehörte bei der diesjährigen Fête de la Musique zu den noch mit am meisten besuchten Locations in Quedlinburg. Und weil die Musik hier etwas rockiger war, versammelten sich die Jungen und Junggebliebenen zum Musikhören oder Familien zum Spaß haben bei bassigen Klängen auf dieser sehr beliebten Grünanlage. Was auch immer es bedeutet, hier rockten die Jungs von Dead Man's Hand. Und sie waren erstmal begeistert von der kleinen Stadt Quedlinburg, wie sie selber sagten. Den Sound aus dem Wortgarten genoss auch dieser vierbeinige Bewohner Quedlinburgs, der sich so gar nicht von den Klängen stören ließ. Dem Pfad der Musikfans folgend, erreichten uns dann irische Klänge in der Wort bei Siebenkunst. Der Witterung wohl geschuldet, hatten sich die Musiker dort leider etwas zurückgezogen, was dem Ambiente an dieser Stelle aber nicht so gut tat. Und mal ehrlich, wirklich nicht einladen zum Weitergehen war wohl diese Absperrung. Hier fehlt der Stadt ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Weit schallte schon der Oberbürgermeister mit seinen Grußworten vom Markt, doch das schien zu dieser Zeit wohl kaum jemanden zu interessieren, außer die, die sowieso im Café Platz genommen hatten. An der Bühne auf dem Marktplatz hätte man zu dieser späten Stunde, immerhin war es schon fast 20 Uhr, ein paar mehr Besucher der Fête erwartet. Trotzdem nahm sich der französische Kulturbeauftragte Christophe de Winter Zeit für seine Grußworte. Immerhin war er vorher schon in Stendal und in Magdeburg bei den begleitenden Events. Die das veranstalten hier in Quedlinburg. Die angekündigte französische Band Pandam forderte von den Zuhörern auf dem Markt, immerhin waren es schon 50, nochmals etwas Geduld. Schlappe 20 Minuten später entschädigte aber dann die Band mit wohlklingenden Texten über Liebe, Glück, Einsamkeit oder Traurigkeit. Das Event hier in Quedlinburg verdient wirklich mehr Besucher. Dafür hätten aber die Organisatoren der Stadt ihre Werbung nicht nur auf Plakaten in der Stadt, sondern wohl auch in unseren überregionalen Medien platzieren sollen. Denn in den Nachbarstädten war davon wenig bekannt. RFH 2011. Boxkämpfe in der Sporthalle Hasselfelder Straße.
ringfrei zur nächsten Runde. Am Samstag wurde in Blankenburg um Platz und Medaillen gerungen. Immerhin 10 spannende Wettkämpfe der Kreiskinder- und Jugendolympiade standen auf dem Programm. Geboxt wurde entsprechend des Wettkampfreglements jeweils 3 Runden zu je 2 Minuten. Die Blankenburger traten mit 10 Boxern bei den Schüler-, Jugend-, Junioren- und Männerklassen in den Ring. Den Kampf bei den Junioren gegen den deutlich überlegenen Gegner aus Erfurt verlor Markus Wenzel von Stahl Blankenburg. Ganz stolz sind die Veranstalter auch, dass 2 Boxwettkämpfe der Frauen organisiert wurden. In einem packenden Kampf besiegte die Quedlinburgerin die Boxerin aus Bitterfeld. Der nachfolgende Kampf bis 73 Kilogramm wurde zwischen 2 Quedlinburgern ausgetragen. Auch im nächsten Kampf bis 60 Kilogramm Körpergewicht stieg kein Blankenburger in den Ring. Die Entscheidung fiel zwischen Bitterfeld und Erfurt. Dann stand mit Philipp Günther wieder ein Blankenburger im Scheinwerferlicht. In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm besiegte er seinen Gegner aus Quedlinburg eindeutig nach Punkten. Ausrichter der Veranstaltung war die im vergangenen Jahr gegründete Boxschule Harz, die verschiedene Boxvereine der Region unter einem Dach vereint. Natürlich braucht diese Boxschule auch Sponsoren, um ihre Sportler sowohl zu Wettkämpfen als auch im Training gut auszurüsten. Jede Unterstützung ist gern gesehen. Deshalb freuten sich die Mitglieder der Boxschule Harz auch über den Besuch von Nancy Petzold aus Chemnitz, die vor allem Schutzmasken für die Boxer mitbrachte. Ich habe es im Internet gelesen einfach, dass die Boxschule Harz noch Sponsoren sucht und habe gedacht, Mensch, warum nicht? Ne? Ich selber habe auch Kampfsport gemacht und mache noch Kampfsport und brauche auch immer Sponsoren. Ne? Und eine Hand wäscht die andere und habe gedacht, das ist eine gute Sache. Mit Spannung wurde der nächste Kampf erwartet. Im nächsten Kampf boxt unsere Cindy Robber, die in diesem Jahr wieder bei den Deutschen Meisterschaften antritt und unsere Medaillenhoffnung ist. Die 17-jährige Cindy Rogge trat gegen Stefanie Korobka aus Bitterfeld an. Die Blankenburger Boxerin, die an der Sportschule in Halle trainiert, aber für Blankenburg in den Ring stieg, gewann diesen Kampf souverän. Und hier das Urteil. Einstimmiger Sieger, Robert Leuke Blankenburg. Also im August sind das die deutschen Meisterschaften. Da vielleicht noch einen Platz holen, sage ich mal, und dann mal gucken. Vielleicht zu der EM oder so, mal gucken. Und zum Kader, deutschen Kader gehörst du? Ja, seit kurzem erst. Ja, mal gucken, was jetzt mich jetzt da erwartet und dann mal schauen. Und wie kommt ein Mädchen zum Boxen? Naja, was soll ich das sagen? Ich habe es einfach mal in der Zeitung gesehen, den Schreiben, dass jetzt hier Box ist in Langenburg. Bin ich einfach mal hingegangen und habe dann mal geguckt und ja, seitdem bin ich noch dabei. Also mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Ja. Ist das eine Sportart, die man Mädchen, jungen Mädchen empfehlen kann? Auf jeden Fall. Also man lernt da auch ein bisschen ruhiger zu werden, nicht so aggressiv. Man kann dann aggressiv also mal auspowern, sage ich mal hier. Ja. Auch der 9. Kampf war wieder ein interner Quedlinburger Wettkampf. Krämer und Zehnfund standen sich gegenüber. Der letzte Kampf des Tages war ein Heimspiel.
Sebastian Knigge trat gegen Stefan Knigge, beide Stahl Blankenburg, an. Sie zeigten einen guten, fairen Boxkampf. Trainer Klaus Pansegrau war mit den Wettkämpfen seiner Schützlinge zufrieden. Und wenn man zu Hause boxt und alle gut trainiert haben, dann ist man eigentlich immer zufrieden. Und teilweise waren ja ganz knappe Urteile, aber auch vor allem die Mädels waren gut, dass wir endlich mal zwei Frauenkämpfe drin hatten. Und jetzt die Gebrüder Knicke haben ein Bombending gemacht, wenn das auch mehr oder weniger ein Wettkampfsparring war, haben ja eben einen Unentschieden von den Kampfrichtern gekriegt. Oder Max Paul, der ganz groß den Erfurter geschlagen hat. Den Ali, Wenzel hat knapp verloren, aber der war eigentlich auch hätte er gar nicht boxen dürfen. Aber damit wir Kämpfe zusammenkriegen, wie das so ist, ja, haben wir das eben alles so schön gemacht. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir mit diesen paar Kämpfern hier 10 akkurate Kämpfe zusammenkriegen. Also schönen Dank an alle, die teilgenommen haben. Sportler aus Erfurt, Bitterfeld, Quedlinburg, Stassfurt und natürlich von Stahl Blankenburg sorgten an diesem Nachmittag für spannende Kämpfe. Den Besuchern wurde Runde für Runde fairer Boxsport geboten. Die sanierte Sporthalle in der Hasselfelder Straße bot eine gute Kulisse für das hochklassige Turnier. RFH 2011. Baustellen und sensationelle Funde in Quedlinburg. Viele Baustellen bestimmen das Stadtbild von Quedlinburg. Zum einen der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses hier an der Steinbrücke, wo derzeit im riesigen Loch hinter dem Bauzaun das neue Fundament für das Objekt vorbereitet wird. Viele Passanten begleiten das täglich und neugierig. An sensibler Stelle zwischen Klink- und Kornmarkt wühlen sich in der Innenstadt die Tiefbauer für neue Versorgungsleitungen in die Straßen der historischen Altstadt. Das ist zwangsläufig mit Behinderungen für die Fußgänger verbunden. Erfreulich ist aber, dass die Arbeiten im Plan liegen und auch die begleitenden archäologischen Untersuchungen reibungslos koordiniert sind. Weniger schön für die Besucher und Fußgänger auf dem Marktplatz ist die für Baufahrzeuge erforderliche Absperrung des Bereichs vor dem Rathaus, dem mit beliebtesten Fotomotiv der Touristen. Das gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die zukünftige Großbaustelle zur Umgestaltung des Marktplatzes, aber bis dahin sind noch ein paar Monate Zeit. Bis dahin sorgen vielleicht noch weitere bedeutende Funde in der Stadt für Aufsehen, wie vor kurzem auf dem Schlossberg. Bei den dort erfolgenden Arbeiten zur Entwässerung des Burgbergs wurden an verschiedenen Stellen Knochen und Skelette gefunden, die zu bemerkenswerten Schlüssen führen. Wie Indiana Jones auf der Jagd nach deren Geheimnissen untersucht ein Mitarbeiter die Funde an der Stiftskirche. Man macht nicht ungestraft Löcher auf einem Weltkulturerbe und somit war das auch keine Frage, dass während der Baumaßnahmen hier archäologisch relevante Dinge zutage kommen. Und unter anderem haben wir hier in dem Bereich des nördlichen Seitenschiffs dann 4 Bestattungen gefunden, die wohl aus der Zeit vor dem jetzigen Bau der Kirche halt stammen und somit gar nicht so uninteressant. Musste man mit so viel rechnen oder war das auch für die Archäologen an sich eine Überraschung? Die Überraschung liegt eher darin, dass wir an dieser Stelle eigentlich nicht so mit Bestattungen gerechnet haben. Und die Lage dieser Bestattungen weist darauf hin, dass eine ursprüngliche Bauform von der Stiftskirche eben kleiner war, sodass diese Bestattungen eigentlich mehr dort liegen sollten, nämlich im Apsisbereich der Kirche. Und die Apsis ist ja natürlich nochmal 50 Meter jetzt von hier entfernt. Also insofern haben wir hier Hinweise auf eine frühere Bauform der Kirche. Und das ist eigentlich schon für uns eine kleine Sensation. Was geschieht mit den Funden? Werden die nur archiviert oder auch alle mitgenommen? Naja, da dies hier keine Forschungsgrabung ist, sondern eine baubegleitende Maßnahme, werden diese Funde alle erstmal magaziniert, beziehungsweise ich schreibe darüber natürlich meinen Bericht. Und je nachdem, wie das Interesse ist, gäbe es vielleicht sogar noch Laboruntersuchungen von den Bestattungen, also sprich von den Skeletten. Und am Ende wandert alles in das Archiv bzw. ins Magazin des Landesamtes. Und wann kommen denn wirklich die neuen erfrischenden und neuen Erkenntnisse raus? Naja, so wie Behördenmühlen und Verwaltungsmühlen langsam mahlen, aber unerbittlich, dauert das auch bei uns ein wenig, bis dann
Ergebnisse dieser Art in irgendeiner Form breit publiziert werden können. Ja. Also das heißt, es gibt vielleicht mal Zusammenfassungen von verschiedenen Grabungsaktionen hier auf dem Gelände, aber das kann noch ein paar Jahre dauern. Nun gibt es weitere spannende Baustellen hier in der Stadt. Wie begleitet ihr die? Ja, ich habe eigentlich noch eine zweite Baustelle eben zu begleiten, ganz richtig. Das ist in der Breiten Straße. Da wird ja nun gerade auch eine neue Kanalisation gesetzt. Das ist ein längeres Projekt. Da muss ich jetzt gerade hin und her springen. Das mache ich gerade quasi alleine. Und je nachdem, wo jetzt gerade Not am Mann ist, beziehungsweise wo jetzt gerade Priorität zu setzen ist, da muss ich mich dann am meisten halt aufhalten. Ab morgen bin ich dann wieder in der Breiten Straße und gucke mal, was die Kollegen in meiner Abwesenheit alles so kaputt gemacht haben. Inzwischen sind diese und die weiteren Objekte gesichert und die Fundstätten wieder verfüllt. In diesen Tagen werden die Arbeiten auf die Auffahrt zum Schloss ausgedehnt. Die neue Pastorentreppe führt dann die Besucher von Schlossmuseum und Stiftskirche hinauf zu dieser wunderbaren Aussicht über Quedlinburg.